Hallihallo, Hallöchen und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil 4, dem Separate Ways DLC mit der guten Ada Wong. Jawohl, wir sind immer noch im Dörfchen und zwischen den Folgen, wie ich das natürlich immer handhabe, habe ich mein Inventar sortiert, war nochmal beim Händler, habe das ein oder andere gekauft bzw. verbessert und ein paar Ressourcen hergestellt, Pistolen, Muni und sowas. Und jetzt sollen wir uns Richtung Mendes Haus aufmachen und ich bin der Meinung, der einzige Weg dorthin ist hier lang. Also legen wir los. Mendes ist übrigens der Bürgermeister des Dorfes, der auch im Hauptspiel schon... Gleich da vorne ist es. ...der Verfolger vom guten Leon war. Und hier stand damals, glaub, jemand drin. In der Hütte. Anscheinend doch nicht. Okay. Ich bin immer so angespannt, muss ich sagen. Ich bin immer sehr, sehr angespannt. So. War da jetzt noch was anderes drin oder habe ich irgendwas übersehen? Nö. Okay. Rein da. Hier kamen auch damals die Wölfe und alles. Oh, Cutscene. Ich kann mich doch bestimmt mit meinem Gleithaken drüber. Ah, warte mal. Das ist doch die Stelle, wo wir das erste Mal Leon zur Hilfe kommen. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Dass den das so gar nicht juckt, dass da Ada eigentlich auf dem Haus war und ihn jetzt angegriffen hat. Das hat den null interessiert. Beschäftige sie, Leon. Aber schon etwas witzig, wie sie jetzt hier einfach dann anscheinend bis zur Abenddämmerung hin einfach hier im Haus gechillt hat. Gut, schnell ins Haus. Okay, wir machen es aber diesmal leise, ja? Wir rennen jetzt hier nicht wieder gleich rein und springen durch irgendwelche Fenster. Ich will nicht was zu Luis. Können wir uns die gleichen Bilder etc. jetzt angucken, wie es auch... Meine Katze versucht gerade aus dem Fenster zu klettern, Freunde. So, hier haben wir auf jeden Fall... Den Schlüssel können wir schon mal nicht benutzen. Okay, das heißt, es gibt Backtracking. Wir können nochmal zurück. Unterm Bett vielleicht? Warum versteckt denn hier in Resident Evil 4 immer keiner was unterm Bett? Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist doch... Das ist nicht richtig. Komm, als Kind, man hat doch immer etwas unterm Bett versteckt, oder? Also ich jedenfalls. Eine interessante heilige Schrift haben die. Okay, sie liest sie nicht. Bei Leon konnten wir uns das Buch ja durchlesen. Sie liest auf jeden Fall nichts. Und... Warte mal, irgendwas? Sie hat doch irgendwas gerade einen Sound gemacht, als ob ich es abschießen könnte. Naja. Die Frage ist ja jetzt, hat Leon hier jetzt alle...
Erledigt oder sind hier im Haus jetzt vielleicht auch noch der ein oder andere? Sie Ah! mal an. Das ist aber schon cool, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Also wäre auch sch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber es ist wirklich schön zu sehen, dass man hier in den alten Gebieten, gerade das Dorf ist ja mein Lieblingsabschnitt in Resident Evil 4, dass man da wirklich auch nochmal neue Hinweise finden kann, beziehungsweise auch so in Kleinigkeiten, dass ein Bild runterfällt, dahinter ist ein Schlüssel versteckt oder so. Das ist wirklich was Schönes. Oh, eine extravagante Uhr. Ja, Leon braucht die nicht. Leon hat zu viel Knack. Der braucht das. Ach, hier ist Mendes sein Hut und Mantel. Der hat immer einen Ersatzhut und Mantel dabei. Ist wichtig. Und ich höre weiterhin, gab es die Küche? Schon immer? Konnte man da schon immer in den Ofen? Oh, ein Ei. Ab in die Freiheit. Aber das Ei nehme ich. Mache ich mir ein schönes Spiegelei. Oh. Oh. Hier wird frisch gekocht, so wie es ausschaut. Aber das Ei nehme ich mir mit. Schönes Spiegelei. Pistolenmunition, auch die nehmen wir mit. So, und jetzt ist die ganz große, konkrete Frage. Nein, es sitzt hier niemand auf dem Pott. Bei Leon saß ja jemand auf dem Pott. Gut, wir haben den Schlüssel. Wir können also nach oben zur Truhe. Beziehungsweise zum Schrank. Es ist ja keine Truhe. Ist ja eher ein Schrank. Und hier den schön eingravierten Schlüssel öffnen. Und das ist jetzt von Luis oder was? Arrest bis zur Anhörung. Brüder und Schwestern, unser Herr ist erzürnt. Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab. Ein jeder hat das Recht auf ein anständiges Urteil. Und so müssen auch wir Vorurteilsgerechtigkeit walten lassen. Bringt jeden, den ihr empfangt, in den Keller der Fabrik. Gleiches gilt für Verräter. Ah, die Fabrik. Ah, okay. Da müssen wir jetzt anscheinend hin. Ja. Vielleicht ist er dort. Nicht nur vielleicht, sondern ganz wahrscheinlich, Ada. Oh! Alter! Ich dachte, ich kann ja jetzt schön durchs Haus schlawenzeln. Nö! Nö! Darf ich mal? Danke! Nein! 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 Ich muss mal. Ja, lass mich weg hier. Oh. Oh. Scheiße. Oh nein. Weg hier. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts. Ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts. Oh. Noch da. Nein. Ich muss irgendwo was Hohes. Ja. Oh. Ich bin safe, oder? Ich glaube, ich bin sie los. Also, wenn da jetzt auf dem Weg irgendwas war, was man hätte sammeln können, ist mir egal. Ist mir völlig egal. Oi, oi, oi. Holla, die Waldfee, ey. So, was haben wir hier? Nackte Tatsachen. Irgend dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Ist so eine stylische aus Schafsfell. Hast du Zeit, sie zurückzuholen? Aha! Kann man hier Leons Jacke finden? Als Auftrag? Hab neue Ware, Fremde. Halt dich schon mal fest. Das wäre ja witzig. Willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Ah, neue Talismänner, okay. Deine Gewehrmunition und Kohle Flintenmunition. oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das ist natürlich interessant. Okay, aber ich mache jetzt erstmal nichts, mein Lieber. Ich soll irgendeine Jacke finden. Ich soll aber auch erstmal in die Fabrik rein. Ich würde aber ganz gerne vielleicht erstmal hier hintergucken. Vielleicht ist ja jetzt hier noch niemand. Ah, ich komme da auch gar nicht hin. Aber, guck mal. Das nehme ich.
Den nehme ich gerne, den Schatz. Ich habe 100 pro in Mendes sein Haus irgendwo was liegen lassen. Ich hätte mich vielleicht doch erst draußen umsehen sollen, bevor ich im Haus weitersuche. Denn dadurch haben wir bestimmt die Cutscene getriggert und dadurch hatten wir dann nicht mehr die Möglichkeit, alles zu durchsuchen. Nehme ich ganz stark an. Gut, wir können hier rein. Ja, ja, ich kann jetzt aber nicht. Es ist schön, dass das Beste... Oh. Interactive Retinal Inquiry System. Kurz IRIS. IRIS, das interaktive netzhautintegrierte Abfragesystem, ermöglicht es Ada, Hinweise zu sehen, die es für das bloße Auge nahezu unsichtbar sind. So kann sie neue Informationen erlangen, die ihr bei ihrer Mission nützen. Müssen von Mendes sein. Ja, aber. Das ist doch scheiße, wenn die von Mendes sind. Was habe ich denn davon? Kann ich hier drehen? Offen ist ja nicht und ich höre da schon wieder welche. Ach nö. Ach nö. Immerhin noch ein Küchenmesser. Nice. Yay. Oh. Nein! Ich hab's nicht gesehen. Och, nö. Oh, nein. Ich hab die Mistgabe im Bauch. Och, Mann. Ich hab die scheiß Falle nicht gesehen. Och, nö. So ein verdammter Mistscheiß. Da hätte ich mir das alles hier sparen können. Jetzt habe ich die hier natürlich an der Backe und die greifen mich jetzt alle an. Ganz großes Kino, ey. Aber das Geile ist, die Punisher scheint richtig gut zu sein. Oh, ich habe die Jacke gefunden. Haha, nice. Die können wir beim Händler dann gleich verkaufen. Machen wir noch, aber ich muss mich erstmal heilen. So, wir mischen mal jetzt hier noch das rote Kräuterli mit dem... Lässt sich das nicht mehr mischen? Kräutermischung groß. Ach, ich habe hier zwei grüne drin. Na, das ist ja doof. Egal. Dann mischen wir es so. Und so. Und hier kommen noch die Eier hin. Nice. Gut, die Jacke haben wir schon mal von den Gutsten hier. Es gibt ja auch wieder Sprengfallen. Ich lasse die Sprengfallen mal noch da, weil... Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht kommt hier noch der ein oder andere. Und wir können die noch nutzen, um die ein oder anderen hier schön in die Luft zu jagen. Was haben wir hier so? Eine Armbrust! Ich habe nur keinen Platz. Ach du Jemine. Freunde, das ist ganz schlecht. Ich muss mal was herstellen irgendwie. Am besten... Gewehrmunition ist eigentlich kacke. Aber ich muss herstellen. Einmal Gewehrmunition, dann kann ich nämlich hier das so und so gestalten, das Ding wegnehmen, das hier mit hochmachen und dann sollte die doch hier reinpassen. Jo. Ja, natürlich. Und Sprengpfeile. Na, die haben vom Platz her gerade noch so ausgepasst. Und wir haben natürlich, Gott sei Dank, haben wir vom Händler die Schlüssel gekauft. So hat man nämlich jetzt hier die Möglichkeit, auch dieses Schubfach noch zu öffnen. Was ich echt schön finde. Können wir hier auch die Öfen öffnen? Bei Leon ging das ja. Hier geht's auch. Das merken wir uns. Die Ratten sind auch wieder hier. Bei Leon mussten wir die ja zerstören. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich in dem Fabrik... Ich habe hier irgendwo MP-Munition liegen lassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich in dem Fabrikgelände jetzt hier... Oh, ich habe keinen Platz. Schlecht, Freunde. Dass ich zum Händler nicht zurückkomme. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe keinen Platz. Ich lasse die erstmal liegen. Ich sollte vielleicht erstmal verkaufen gehen. Vielleicht wäre das sinnvoller gewesen. Aber ich meine, wir kommen ja so oder so... Nochmal zum Händler zurück später, oder? Hier muss es sein.
Aber jetzt mal ganz, eine ganz gescheite Frage. Warum ist Luis eigentlich jetzt hier? Der greift mich doch gleich an. Okay, nicht. Was denn jetzt? Verdammt. Oh oh. Bedeutet das Bosskampf? Bedeutet das Bosskampf? Ich krieg hier so viel MP-Munition. Leute, wartet mal. Ich werde mal zum Händler gehen und werde mir hier den ein oder anderen Kram noch verkaufen. Bis gleich. Gut, Leute. Ich habe beim Händler alles erledigt, was ich wollte. Habe jetzt die Armbrust erstmal abgelegt, weil wir eh nur zwei Sprengpfeile dafür haben. Habe die MP-Munition jetzt noch eingesammelt. Konnte auch einmal noch diese Rohstoffe jetzt hier mitnehmen. Die habe ich auch noch gefunden, konnte die Jacke beim Händler verkaufen, habe dadurch Spinels bekommen, wo ich mir einen kleinen Schlüssel wieder gekauft habe und die Schatzkarte. Und die Schatzkarte zeigt mir sowohl beim Haus des Vorstehers, ich hoffe, wir kommen da nochmal vorbei, aber ich denke ja, als auch hier hinten am Dorfplatz, also hier waren wir ja eh noch nicht, hier gibt es noch Schätze und tatsächlich haben wir anscheinend, zumindest bei der Kirche etc., niemanden... Oder nichts vergessen. Auch hier nicht. Und auch hier. Na doch. Nee, das ist das. Nö, anscheinend haben wir nichts vergessen. Gut, wir können jetzt direkt weitermachen. Ich habe noch ein bisschen getuned. Habe noch ein paar Schätze verkauft und sowas. Und jetzt sollten wir erstmal... Die Musik geht auf jeden Fall crazy krass weiter. Also, ich bin gespannt, ob hier gleich irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe so den Eindruck. Und habe deshalb auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber gut, was soll's, ne? Oh. Ah, warte mal, das war der Raum, wo Luis... Was war denn das jetzt? Das war der Raum, wo Luis mit Leon eingesperrt waren. War das Luis? Ja, mit Leon zusammen. Mit Leon zusammen. So, aber hier ist sonst nichts. Luis ist nicht da. Bedeutet, wir müssen hier wieder raus und bedeutet wahrscheinlich, was war denn jetzt? Ach hier. Ah, wir sollen nach Hinweisen suchen. Die sind von Luis. Ach ja, klar, die anderen waren von Mendes, weil Mendes ja Luis, beziehungsweise Leon, hierher gefrachtet hat, also hierher geschafft. Was ist das? Ach, Luis, seine Zigaretten! Kryptische Zahlenfolge 4221625. 4221625. Ist das eine Frequenz? Ada? Ich wusste, du findest mich. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Ja, das hat das letzte Mal schon sehr, sehr gut geklappt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Oh, shit. Na, ganz großes Kino. Na, ganz großes Kino. Jetzt müssen wir hier noch... Deichseln, oder was? Wer will noch? Oh, nein. Der verwandelt sich, oder? Oh, verdammte Hacke. Ich wollte doch deine Axt nicht in mir spüren. Und hier, mein Lieber... Messer rein, alles dein. So, wartet mal, ich muss mal ein Ei zu mir nehmen. Ich hau mir mal ein schönes Spiegelei rein. Ist immer gut, sich einfach mal ein Ei reinklöppeln zu können. Es nimmt ein so ein bisschen Ballast. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke wie immer fürs Reinsehen, hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt schön gesund und ciao, ciao.